Die Neigung, den Fortschritt zu bewundern, widerspricht unserer Naturerfahrung. Wir sehen, zu welchen schlecht entworfenen Situationen der natürliche Fortschritt geführt hat und verbessern die Sachen. Das ist ja das Wesen der Technik. Und das wird an einem Beispiel besonders deutlich. Wir sind darauf gekommen, dass es klüger ist, nach vorne zu rollen, anstatt zu schreiten. Dass das Rad besser ist als der Fortschritt. Aber in der Natur gibt es keine Räder, nur Beine. Dieser Gedanke allein berechtigt zu der Meinung, dass die menschliche Würde darin besteht, der natürlichen Dummheit menschliche Vernunft entgegenzusetzen, den Beinen die Räder. Das Rad ist ein bemerkenswertes Fortbewegungsmittel. Schon, weil es nicht ein Körperorgan simuliert, sondern eher rollende Kieselsteine oder kreisende Himmelskörper. Auch weil es keineswegs eine allgemein menschliche Erfindung ist, denn so hohe Kulturen wie die Azteken und Inkas haben es nicht genutzt. Solche Überlegungen müssen mindestens unterschwellig das Schlagwort von der Gesellschaft auf Rädern begleiten. Es geht um eine unorganische und nicht allgemein menschliche Gesellschaft. Wer über Autos nachdenkt, hat sich davon Rechenschaft abzulegen. Man versucht jedoch im Gegenteil, dies zu verdrängen. Autos werden so designt, um wie Tiere, ja sogar Menschen auszusehen. Sie haben zwei Augen, eine Nase, einen Mund, einen Körper. Sie trinken und sie exkrementieren luftverpestende Gase. Das Einzige, was am Auto nicht vertiert werden kann, sind seine Räder. Die Gesellschaft auf Rädern, jene, die Autos verwandelt, sie liebt, ist eine sündhafte, götzenanbetende, heidnische Gesellschaft. Sie lieben Dinge, die sie selbst nicht lieben können. Ich kann das Auto putzen, so viel ich will. Seine Metallteile zum Glänzen bringen und darunter kriechen, um es zu pflegen. Es wird mir keine Dankbarkeit erweisen. Die Gesellschaft auf Rädern ist eine westliche, okzidentale Gesellschaft. Und wohin das Auto auch immer rollt, schleppt es den Westen nach sich.